Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert. Psalm 24, Verse 1 bis 2. Liebe evangelische Stadtmission im südlichen Afrika, ich freue mich sehr, dass ich euch dienen darf mit der Predigt am diesjährigen TSC-Sonntag. Ich bin selbst in Afrika geboren, damals noch Äthiopien, heute Eritrea und aufgewachsen in einem kleinen Land, das Djibouti heißt, und weiß deshalb ein bisschen wenigstens, was es heißt, davon in Afrika zu leben. Ich war dort, bis ich 14-jährig war. Anschließend sind wir als Familie in die Schweiz gezogen. Meine Eltern waren Islammissionare. Und ich habe mich ein bisschen informiert im Vorfeld dieser Predigt darüber, wie es euren Ländern geht, insbesondere Südafrika, wo es sehr große Herausforderungen gibt mit, man muss sagen, einer landesweiten wirtschaftlich-sozialen und ethischen Abwärtsspirale, so dass kaum noch Hoffnung zu sehen ist. Ihr hattet einen großen Aderlass bei den Fachkräften, ihr habt eine AIDS-Pandemie, muss man sagen, eine Stromrationierung, eine hohe Kriminalität, eine extrem hohe Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen, 68% zwischen 16-Jährigen und 18-Jährigen Arbeitslose und eine große Korruption. Und die Frage, die euch vermutlich wirklich sehr beschäftigt, ist, wie kriegen wir diese Probleme gelöst? Wie kriegen wir diese systemischen Probleme gelöst? Probleme, die zutiefst im System drin sind. Und die Antwort auf diese sehr wichtige Frage ist aus biblischer Sicht die Bekehrung des Landes zum Schöpfer der Welt. Zu dem, von dem wir vorhin gelesen haben, im Psalm 24, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein, denn er hat die Welt geschaffen. Dieser Glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat und darum alles in der Welt auch Gott gehört, war grundlegend für den Glauben im alten Israel. Und es war diese Überzeugung, dieses Gottesbild, könnte man sagen, die die Grundlage bildete für ein revolutionäres Gebot für Israel, nämlich das Sabbatgebot. Die heidnischen Völker rund um Israel herum hatten ein völlig anderes Gottesbild. Und dieses völlig andere Gottesbild führte sie dazu, nahezu manchmal panisch, die natürlichen und menschlichen Ressourcen, die sie hatten, auszupressen bis auf den letzten Tropfen. Völlig andere Situation in Israel. Sie wussten etwas, das die Heiden nicht wussten. Sie wussten, das Land und die Menschen gehören nicht uns, sondern sie gehören unserem Gott, dem Schöpfer. Und er als Schöpfer hat alles aus dem Nichts geschaffen und darum hat er einfach genug Ressourcen, um uns zu versorgen mit dem, was wir nötig haben. Und wir können sehr viel, ich benutze jetzt das Wort mal, entspannter. Wir können entspannter umgehen mit den uns zur Verfügung stehenden natürlichen und menschlichen Ressourcen. Und ich lese euch eines dieser Sabbatgebote vor aus dem Mosaischen Gesetz. 6 Tage lang sollt ihr eure Felder, Entschuldigung, nicht 6 Tage, 6 Jahre lang natürlich, sollt ihr eure Felder bestellen und die Ernte einbringen. Hier geht es also nicht um ein Sabbatgebot der 6 Tage, sondern der 6 Jahre. Die 6 Tage kommen gleich. Im 7. Jahr aber sollt ihr das Land nicht bestellen, nicht beackern, sondern brachliegen lassen. Dann dürfen sich die Armen eures Volkes davon ernähren. Was sie übrig lassen, sollen die wilden Tiere fressen. Ganz spannend. Das Gleiche gilt für eure Weinberge und Olivenhaine. 6 Tage sollt ihr arbeiten, jetzt wechselt es zu den Tagen. Und man vergisst manchmal beim Sabbatgebot, dass es auch darum geht, 6 Tage zu arbeiten. Arbeit ist wichtig in der Bibel. 6 Tage sollt ihr arbeiten, aber am 7. Tag sollt ihr ruhen, sollt ihr euch entspannen, damit euer Rind und euer Esel die Möglichkeit haben, auszuruhen. Und auch der Sohn eurer Sklavin, hier geht es
ganz allgemein um die Sklaven, nicht nur um die Söhne, sowie der Ausländer sich erholen können. Ihr sollt alles befolgen, was ich euch befohlen habe. Betet keine anderen Götter an, ja nehmt nicht einmal ihren Namen in den Mund. Um die Radikalität dieses Gebotes für die Juden, für Israel zu verstehen, machen wir einen kleinen Vergleich, wie es den Sklaven in den umliegenden heidnischen Völkern ging. Wir wissen zum Beispiel vom Römischen Reich, wie oft sie frei machen durften, die Sklaven. Das waren insgesamt 13 Tage im ganzen Jahr. Der erste freie Tag war am 1. März, also das wäre letzte Woche gewesen. Und sonst hat man von Anfang Jahr bis zum 1. März wirklich jeden Tag gearbeitet. Keinen Sonntag frei, nein, jeden Tag. Der nächste Termin war 2-3 Monate später, 24. Juni, einen Tag. 13. August, wieder einen Tag. Also jetzt haben wir schon 2/3 des Jahres hinter uns und man hat als Sklave erst 3 Tage frei gehabt. Dann auf Ende unseres Jahres, unseres Kalenderjahres, 17. bis 23. Dezember, 5 Tage oder 6 Tage und dann nochmals 3 Tage im Januar, Anfangs Januar. Und wir sehen, wenn wir das zusammenrechnen, das sind total 13 Tage, ohne den Sonntag nichts, das hatten sie nicht. Die Sklaven haben wirklich zum Teil fast 4 Monate pausenlos gearbeitet, durchgearbeitet, falls sie es überhaupt überlebt haben. Diese römische Gesetzgebung zeigt, dass sie eine ganze Gruppe von Menschen, nämlich die Sklaven, gerade so viel Pause zugestanden haben, dass sie gerade so überleben. Aber man hat grundsätzlich diese Gruppe innerhalb der Menschheit, diese Arbeiterschaft bis auf den letzten Tropfen ausgepresst. Das ist eine wirklich systemische Ausnutzung gewesen dieser Gruppe. Völlig anders in Israel. In Israel, wir haben es vorhin gehört und ich lese es uns nochmals vor, galt etwas anderes. Aber am 7. Tag sollt ihr ruhen, damit euer Rind und euer Esel die Möglichkeit haben auszuruhen und auch der Sohn eurer Sklavin sowie der Ausländer sich erholen können. Das heißt, in Israel hatten die Sklaven, wir schauen jetzt mal nur die an, hatte man alle 6 Tage einen Tag frei, der Sabbat, der Samstag. Das wäre im Jahr 52 Tage schon mal. Und wenn wir andere Textstellen lesen, sehen wir, dass die Sklaven auch die Feste, die zum Teil wochenlangen Feste, auch frei haben mussten. Das heißt, wir haben in Israel für die Sklaven eine völlig andere Situation. Wir haben 70 Tage ungefähr im Jahr, wo die Sklaven frei hatten, im Unterschied zu 13 Tagen im römischen Heidentum. Jetzt eine Frage an uns oder an dich. Wo wärst du damals lieber Sklave gewesen? In Israel oder außerhalb von Israel? Jetzt deine Antwort ist vermutlich, ich wäre gar nicht gerne Sklave gewesen und das wäre eine verständliche und auch richtige Antwort, aber damals konnte man das nicht einfach so entscheiden oft. Man war nun mal Sklave und jetzt angenommen, du wärst Sklave gewesen, wo wärst du lieber Sklave gewesen? Ganz klare Antwort, in Israel, denn in Israel gab es eine systemische Güte anstatt eine systemische Ausnutzung. Wegen dem Sabbatgebot. Und dieses Gebot galt sowohl für die Juden mussten freimachen können, aber nicht nur für die Juden, sondern auch für andere Gruppen innerhalb der Menschheit, nämlich die Sklaven und die Ausländer, aber nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Tiere. Sogar der Esel und das Rind, die Nutztiere, mussten einen Tag frei bekommen in Israel. Und wenn wir das nochmals ausdehnen und das Sabbatgebot nicht nur für die Tage, sondern für die Jahre anschauen, dann sieht man, dass nicht nur die Nutztiere einen Nutzen haben sollen, sondern sogar die wilden Tiere sollen sich ernähren können von dem, was auf dem Feld brach liegt. Und nicht nur die Tiere sollen etwas haben von Sabbatgebot, sondern auch das Land. Also die natürlichen Ressourcen, die Tierwelt und die Menschen, die mussten alle einen Nutzen haben davon. Und wir sehen hier eine sehr wichtige Wahrheit. In Israel darf nicht ein Teil der Schöpfung so leben, dass ein anderer Teil der Schöpfung ausgebeutet wird.
Dies gilt innerhalb der Menschheit. Nicht ein Teil der Menschheit darf so leben, dass ein anderer Teil der Menschen ausgenutzt und ausgebeutet wird. Aber das gilt genauso ganzheitlich, nicht nur für die Menschen, sondern auch gegenüber den Tieren, das haben wir gesehen, und gegenüber der Natur. Also wir haben hier eine systemische Gerechtigkeit, oder man könnte auch sagen, eine systemische Güte. Wie kommt es, dass es in einem Land zu einem solch wunderbaren Gesetz kommt, dem Sabbatgebot? Wie kommt diese systemische Güte in ein Land? Die Antwort ist sehr einfach. Die Menschen brauchen ein dementsprechendes Gottesbild. Sie müssen verstehen, wer Gott ist. Und erst dann ist ein solches Gebot möglich. Und für die Juden war klar, und ich lese nochmals den Psalm 24, Verse 1 bis 2, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein, denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert. Was heißt das? Sie haben an den Schöpfergott geglaubt und wussten, der hat genug. Und das Land und die Ressourcen in unserem Land sind uns lediglich anvertraut. Die gehören nicht uns. Wir können damit nicht einfach machen, was wir wollen. Und zweitens, dieser Schöpfergott hat einfach genug, um uns zu versorgen. Darum können wir sogar alle 6 Jahre für ein Jahr unsere Äcker brachliegen lassen. Überlegen wir uns einmal, was der wirtschaftliche Schaden von solch einem Gesetz ist. Die wirtschaftliche Auswirkung. Es war auch eine ganz große monetäre oder materielle Spende an ganz bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft von damals. Also wir haben hier etwas Erstaunliches, etwas außerordentlich Gutes, und der Grund, warum Israel das leben konnte, weil sie wussten, Gott ist der Schöpfer. Und dieser Punkt, dieser persönliche Glaube, diese Hingabe an diesen Schöpfergott kommt in diesem Sabbatgebot im letzten Vers sehr deutlich. Ich lese auch uns diesen Vers nochmals vor. Ihr sollt, haben wir gelesen vorhin, Vers 13, alles befolgen, was ich euch befohlen habe. Tut es auch. Und dann heißt es, betet keine anderen Götter an, ja nehmt nicht einmal ihre Namen in den Mund. Was heißt das? Das heißt, dass Israel nur deshalb ein solch gutes Gebot hatte, weil sie eine persönliche Hinwendung zu diesem wunderbaren Schöpfergott hatte. Wie kriegen wir also die systemischen großen Probleme gelöst in unseren Ländern? Die Antwort ist, das Land braucht eine Bekehrung zum Schöpfergott dieser Welt. Insbesondere jene Personen, die Einfluss haben auf die Gesetze, die Wählerschaft oder Schlüsselpersonen in der Regierung, die Einfluss haben auf die Gesetze und Strukturen des Landes. Aber ganz allgemein, nur in einer Gesellschaft, wo man weiß, wer Gott ist, wird man auch die großen systemischen Probleme, die aktuell in unseren Ländern, in euren Ländern vorhanden sind, wirklich lösen können. Das heißt, wir als Christen, wir als christliche Gemeinden haben eine Mission. Um unseres Landes willen müssen die Menschen von unserem biblischen Schöpfergott und unserem Retter Jesus Christus hören. Um unseres Landes willen müssen sie das. Damit es wieder gut kommt mit unseren Ländern und die Abwärtsspirale sich wendet und neue Hoffnung kommt. Die Hoffnung kommt wirklich nur von unserem Gott. Aber nicht nur um unseres Landes willen, sondern auch um des ewigen Heils willen der Menschen. Und nicht nur um der ewigen Heils willen der Menschen, sondern auch um Gottes willen, um seiner Ehre willen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir eine Mission haben. Und das ist etwas, was die Bibel an ganz vielen Orten bringt. Und ich bringe uns jetzt als Herausforderung die Stelle, wo Gott mit sich selbst redet, könnte man denken, in 1. Mose 18, Vers 19. Hier geht es um die Begegnung von Gott mit Abraham und die ganze Geschichte mit Sodom und Gomorra kommt da. Und da sagt Gott, ich habe ihn, also Abraham, ausgewählt, damit er seine Nachkommen lehrt, nach meinem Willen zu leben und das zu tun, was richtig und gerecht ist. Dann werde ich
alle meine Versprechen einlösen, die ich Gott, ihm Abraham, gegeben habe. Was heißt das? Gott erfüllt die Verheißungen an Abraham dann, wenn die Nachkommen von Abraham so leben, wie Gott es möchte. Was war das Versprechen an Abraham? Das allererste Versprechen war in 1. Mose Kapitel 12, wo Gott sagt, ich werde die Nationen und die Völker werde ich segnen durch dich und du wirst ein Segen sein. Also das heißt, der Segen für die Menschen in der ganzen Welt, für alle Nationen, auch für eure Länder, hängt daran, dass das Volk Gottes, und das sind wir Christen heute, so leben, wie Gott möchte, dass wir leben. Unsere Mission fängt damit an, dass wir anfangen, so zu leben, wie Gott das möchte. Dass wir zum Beispiel anfangen, das Sabbatgebot im umfassenden Sinn zu leben. Dass wir Pause machen, dass wir nicht leben, als gäbe es keinen Gott, der uns nicht versorgen könnte. Dass wir so leben, dass wir nicht die Ressourcen um uns herum, die menschlichen und natürlichen Ressourcen um uns herum ausnutzen, als wären wir Heiden, als würden wir Gott nicht kennen. Nein, es kommt sehr darauf an, dass wir in allen Bereichen unseres Lebens als Christen anfangen, so zu leben, wie Gott das möchte. Und wir sind herausgefordert an diesem Punkt, denn hier fängt die Mission an. Damit verknüpft Gott die Frage, ob er die Verheißungen an Abraham erfüllt, nämlich den Segen an alle Nationen zu bringen. Und ich möchte uns herausfordern, an diesem Vormittag uns zu fragen, leben wir so, wie Gott es möchte? In unserem privaten Leben, in unseren Familien, in unserem Geschäft, an den Schulen und so weiter. Wie leben wir? Es braucht aber etwas Zweites. Es braucht nicht nur den Lebensstil, der gottgemäß ist in unserer Mission, es braucht auch das Wort. Und Paulus spricht davon in Römer Kapitel 10, Vers 14 bis 15. Ich lese uns vor. Nun ist es aber doch auch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Woher soll Südafrika, woher soll Namibia hören von Jesus Christus, wenn nicht durch uns, wenn nicht durch euch? Und Paulus sagt dann im nächsten Vers 15, und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Und wir als Gemeinden in der Schweiz und ihr als Gemeinden im südlichen Afrika, uns muss bewusst sein, wir sind berufen, von Jesus Zeugen zu sein. Wir sollen das Wort von Jesus weitergeben in unserem Umfeld. Uns muss bewusst sein, unsere Mission hat nicht nur mit dem, wie wir leben, zu tun, sondern auch damit, wie wir sprechen, wie wir reden. Und die Bibel fordert uns heraus, um des Heils unserer Länder willen, um des ewigen Heils der Menschen willen und um Gottes Ehre willen, reden wir noch über Jesus Christus in unserem Umfeld? Wir sind dazu berufen, wir sind dazu beauftragt, wir alle. Und die Herausforderung an uns an diesem Tag ist nicht nur, verändern wir unser Leben, dass wir so leben, wie Gott das möchte, sondern fangen wir an, auch über Jesus Christus zu reden in unserem Umfeld. Ist uns bewusst, dass wir in jedem Gespräch etwas von Jesus vielleicht hineinlegen können? Ist uns bewusst, dass jedes Gespräch, das wir führen, vielleicht das letzte Gespräch ist, das jemand hat mit einem Christ? Wir haben bei uns, in meinem Umfeld der Gemeinde, sehr viele Krebsfälle. Und wir haben plötzliche Unfälle im Moment. Wir haben ziemlich viele Todesfälle. Und es beschäftigt mich immer mehr, reden wir noch über Jesus Christus in unserem Umfeld. Die Menschen müssen das hören. Sonst können sie nicht den Namen von Jesus Christus anrufen und sonst können sich auch die großen Probleme in unseren Ländern wenden. Und ich möchte in diesem Sinn jetzt auch zu Jesus Christus beten für uns. Jesus Christus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist zum Heil dieser Welt. Und wir danken dir für die wunderbaren Gebote deines Vaters an Israel, die ja wussten, wer Gott ist, im Unterschied zu den Heiden, die nicht wussten, wer Gott ist. Und Jesus Christus, wir bitten dich an diesem TSC-Sonntag, dass du uns als Einzelne, aber auch uns als Gemeinden ganz neu
die Freude schenkst daran, so zu leben, wie du das möchtest. Aber auch so zu reden, wie du das möchtest, über dich. Bitte, Jesus Christus, bring dein Heil in die Leben der Menschen in unseren Ländern und Städten. Aber bringe auch deine Art in die Systeme und in die Institutionen und Gebote unserer Länder. Du siehst die Not und wir bitten dich herzlich und innigst darum, dass du rettend eingreifst und dass du uns als Christen und uns als Gemeinden in deine Hand nimmst und ganz neu die Kraft und die Freude und die Berufung wieder wach machst in unseren Herzen, damit du uns brauchen kannst als deine Diener, damit es nochmals gut kommt mit unseren Ländern, damit Menschen in Ewigkeit gerettet werden und damit der Vater im Himmel geehrt wird. Amen. Gott segne euch ganz herzlich. Ciao miteinander.